gerade in Berlin. Jeder ist eigentlich mit seiner Familie heute am Heiligen Abend. Wir haben uns eigentlich getroffen und wir sind in ein Restaurant reingegangen. Wir haben einen tollen Mensch getroffen, der heißt Murat. Seine Weltoffenheit hat uns sehr beeindruckt und die gute Freundschaft, die wir so auf kurze aufgebaut oder aufbauen könnten mit ihm, das hat uns sehr, sehr, sehr gefreut. Also ich komme aus Ägypten. Ich bin fast seit 13 Jahren in Deutschland. Ich arbeite in der Gastronomie, also. Berlin ist international und das sind verschiedene Nationen. Wie ist es deiner Meinung nach? Hat sich etwas verändert, vielleicht zum Positiven? Die Also, Menschen, wie sind die Menschen mit der Zeit hier in die Berlin? Menschen bleiben wie immer ganz lieb. Aber gibt es eine Sache, die möchte ich jetzt gerade sagen, dass wir zusammen einfach aufstehen, Mund aufmachen. Wir müssen zusammenhalten, Frieden leben, egal ob ich Muslime, also ich bin erstmal Muslime, egal ob ich Muslime bin oder Christ oder Jude oder egal, ungläubig sind. Wir müssen alles zusammenstehen, dass wir einfach leben ohne Probleme. Ohne die ganze Atombombe, die für uns bauen. Also egal wie er baut, da wird alles für uns. Und also in jeder Glaube stand, dass wir einfach Frieden leben. Und das gibt es zurzeit nicht. Jeder Mensch muss Frieden leben. Guck mal, es interessiert mich nicht, ob ihr am Ende gut behandelt oder nicht. Das ist nicht meine Sache. Ich tue einfach, was ich glaube. Von meinem Herz, dass ich am Ende, also wir glauben, wenn wir sterben, da gibt es noch ein anderes Leben und ich möchte dann in dem anderen Leben gut behandelt und im Paradies sein. Das ist meine Glaube. Interessiert mich nicht, ob derjenige, der nichts macht, ob er am Ende zufrieden lebt oder nicht. Ich lasse den einfach lieben, die machen, was die wollen und am Ende, ich werde nicht für die kassieren, was die gemacht haben. Jeder kassiert, was er gemacht hat, nicht was die andere Also gemacht jeder ist für sich selbst verantwortlich, für seine Taten. Mehr kann ich wirklich nicht sagen. Also ich lebe hier mit jeder Mensch. Interessiert mich nur, dass der Mensch mich gut behandelt, dann bin ich genauso zu ihm. Koran ist ja auch die Religion der Liebe, ne? Weil In jeder Wort, in jeder Buchstabe gibt es nur Frieden. Leben und Liebe und das alles. Also man hört schon die ganze Zeit, bei den arabischen Ländern kann man nur Muslime leben. Die müssen dann einfach nach Ägypten gehen. Gibt es Christen bei uns, die leben. Mein bester Freund, ja, ist wie mein Bruder. Also ich gratuliere ihn immer. Wir arbeiten zusammen. Noch nie Probleme gehabt. Der ist Christen. Also der ist ein Mensch. Es interessiert mich nicht, ob ihr Christ, ob ihr Jude, ob ihr ungläubig ist. Guck mal, wir arbeiten hier zusammen, gemeinsam. Ich habe noch nie jemanden gefragt, was bist du denn für ein. Religion, ne? Ja. Weil es spielt am Ende einfach gar keine Rolle, ne? Der ist ein Mensch, mehr nicht. In jeder, also Glaube gibt es Wie schlechte überall. Menschen und gute Menschen. Also ich lebe seit 13 Jahren, habe ich noch nie Strafe bekommen. Noch nie Strafe. Also ich bin immer vernünftig. Ich mache dann einfach. Ich mache mir Sorge, dass ich irgendwann jemand sagt zu mir, pass auf, du bist Muslime, du machst das falsch und du machst das falsch. Nee, ich versuche dann immer vernünftig zu sein. Ich möchte dann immer zeigen, dass, ja, pass mal auf, ich habe ein gutes Herz. Ich mache dann einfach, also ich bin vernünftig in einem Land, die es nicht mein Land ist. Ich liebe Deutschland, weil die hat für mich auch ganz viel Bedeutung. Die hat Du mal bist ja auch auch mal, dankbar, ne? ja, natürlich. Ich habe wirklich sehr gut, also einen sehr guten Eindruck vom Islam, weil ich das nicht von den Nachrichten höre. Ich bin wirklich im Kontakt mit lebendigen Menschen und ich werde von denen auch immer sehr lieb und nett behandelt. Und wir haben gerade auch erlebt, dass wir von dir so freundlich aufgenommen wurden. Und vielleicht kannst du uns auch ein bisschen davon erzählen, wie die arabischen Leute so gut zusammenhalten, trotz des, was in den Ländern passiert, dass ihr gerade in einem fremden Land euch wirklich wie Brüder behandelt und für uns also ein tolles Beispiel macht. Nicht nur die Araber wie Bruder handelt oder jeder Mensch, wir sind alle Brüder. Wir sind alle.
von einer Frau und von einem Mann. Wir sind alle Brüder. Nicht nur die Araber sind Brüder hier. Also ich habe auch deutsche Leute, die sind auch meine Freunde, die sind auch für mich wie Familie. Da gibt es einer, der mir also die deutsche Sprache beigebracht hat. Sie war immer ganz, ganz lieb zu mir. Wir haben zusammen 7 Jahre lang gearbeitet. Sie ist wie meine Familie. Ich muss sie anrufen, ich muss sie fragen, wie es sie geht und gratulieren. Wenn es sie schlecht geht, da kann ich auch mit ihr stehen. Also das gibt's, das muss auch passieren. Was glaubst du, was brauchen Menschen, die aus verschiedenen Kulturen kommen, was brauchen sie, was fehlt, um sich besser zu verständigen, um sich besser zu öffnen, also miteinander besser kommunizieren? Wir müssen erstmal alle vertrauen und wir müssen alle zusammen stehen, alles zusammen, egal ob der weiße Haut hat oder schwarze Haut hat oder blond oder schwarze Haare oder blaue Augen oder keine Ahnung, wir sind alle von Adam und Eva. Und wir sind alle Bruder und Schwester. Und jeder Glaube stand, dass Leute müssen einfach Frieden leben. Frieden, Frieden, Frieden. Die Weisheit zu kennen bedeutet ihre einheitliche Essenz und die Ewigkeit der spirituellen Freiheit mit der Seele zu begreifen. Aus der spirituellen Natur folgt das natürliche Bedürfnis, mit der ganzen Menschheit in der Gleichheit, Bruderschaft und Einigkeit zu leben. Sowie das Begreifen, dass alle Menschen auf dem Planeten seelenverwandt und sehr nah zueinander sind in deren spirituellem Bestandteil. Aus dem Buch Alatra von Anastasia Novich. Also ich liebe jeder Mensch, ob er Jude, ob er Ungläubiger, ob er Christ ist, ob er Muslime ist, wir müssen dann einfach zusammenstehen. Kein Krieg. Dann siehst du, jeder Mensch, der auf der ganzen Welt ist, da können wir, kann jeder zu den anderen gehen, ohne Probleme. Weißt du was? Wir sind jeder. Guck mal, ich sage, Ägypten ist wie ein Haus, die ganze Welt muss ein Haus sein. Wir können zusammen in einem Teller essen. Wir müssen zusammen in einem Haus sein. Ich habe gesagt am Anfang, Ägypten ist ein Haus, egal wer drinnen ist. Ich habe nicht gesagt, Muslime, ich habe gesagt, wir sind in einem Haus. Die ganze Welt muss genauso sein. Wir müssen zusammen in einem Teller essen. Wir müssen lieb zueinander sein. Da gibt es Menschen, die sind geboren, die haben keine Mutter und keinen Vater, die haben die Liebe verloren von Anfang an. Und die Liebe vielleicht, die gibt es Menschen, die suchen die Liebe, aber da gibt es keiner im Haus. Verstehst du, gibt es keiner im Haus, die ein bisschen Liebe auch. Dann am Ende hat er ja was gemacht, weil fehlt ihm was. Das heißt, der Haus ist irgendwo auch, was kaputt ist. Mein Nachbar zum Beispiel habe ich ihm 2 Tage nicht gesehen, muss ich klopfen. Na, wie geht's dir? Ob ist alles okay oder nicht? Aber hier, wenn jemand stirbt, da riechst du nur, dass jemand gestorben ist. Das gibt's nicht. Und das sagt auch der Islam nicht. Wenn er auch liest, da gibt es damals, Mohammed damals, sein Nachbar war krank, obwohl sein Nachbar hat jeden Tag sein Müll vor sein Haustor weggeschmissen. Jeden Tag hat er unserer Propheten nie was gesagt. Und auch die Sahaba von Rasulallah hatten gesagt, warum sagst du nichts oder du musst was tun, hat er gesagt. Unser Glaube sagt sowas nicht. Jeden Tag. Und auf einmal, der Jude hatte einmal sein Mülltüte vor der Tür nicht weggeschmissen. Der zweite Tag wartet Mohammed, a.s.w. 2 oder 3 Tage hintereinander. Hat er gesagt, irgendwas stimmt nicht. Hat er bei ihm geklopft, geht er rein, der Mann ist krank. Hat er ihn besucht dann. Und trotzdem, nach 2 Tagen hat er geklopft, reingegangen, gute Besserung und wieder raus. Das ist der Islam. Glaub mir, wir werden alle zufrieden. Ja. Wir leben alle in einem Haus. Ja. Aber so was jetzt passiert, wir bleiben dann immer jeder wie sein Nachbar. Wir riechen nur, dass jemand da gestorben ist. Vielen Dank, du hast es sehr berührt.